Boah, sind wir langsam im Wein gefroren sind. Komm mal runter. So, wir brauchen eine ganz normale Heilung. So. Einfrieren hört langsam auf, dann muss das Auge zuallererst weg. Zack. Warum hast du Ziel gewechselt? Ich habe dieses Auge angewählt. Boah. Schwert raus. Und machen, wie sie das gehört. Tierisch langsam auf sie zulaufen und schreien wie eine besenkte Sau. Wo zur Hölle sind wir? Hat er uns gerade wegteleportiert? Okay. Sage ich jetzt mal nichts gegen. Wir wollten ja eh einfach nur weiter. So, aber bei dem könnten wir jetzt noch ein bisschen was machen. Hm? Und, na. Boing. Boing. So, Auge ignorieren wir. Danke, Drachi. Mann, Mann, Mann. Du warst der Ninja-Magier, der im Dunkeln hockte. Euch überspringen wir. Euch auch. Wir gehen einfach nur da runter. So. Die werden wir nicht überspringen können, oder? Mal gucken. Piu, piu, piu. Gut, dass ich so viele Weile gekauft habe. Okay, wir können sie nicht überspringen, aber wir können sie einfach alle umbringen. Das ist auch okay. So, ich hoffe mal, die Blobs kommen jetzt nicht runtergefallen. Was hatten sie im anderen Bereich auch nicht? So. Du bleibst einfach mal da. Dich springen wir an. So. Okay, hier geht's jetzt runter. Vorsichtig. Genau, auf der linken Seite ist das Schloss. Das Problem ist nur, ich kann hier nicht springen, weil da die Leiter ist. Also musste ich hier schon springen. Das geht nicht. Das ist echt gemein. Wenn ich hier, wenn ich hochspringe, kann ich nicht so wirklich gut nach rechts. Oh. Brauche ich die Tür überhaupt? Nö, brauche ich nicht, verdammt. Dann bleibt die halt zu. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg nochmal laufen müssen. So, Licht an. Noch ein Licht an. Und feuchte Hände. Schwert weg. Feuchte Hände sind nervig, aber wir haben Drachi. Und der putzt die einfach alle weg. Ich war Drachi, du bist echt toll. So. Euch kenne ich aus D&D. Ihr seid böse und fresst Rüstung. So ganz ohne Waffen will ich hier noch nicht angehen. Und mit einem Bogen drauf schießen bringt bestimmt nichts. Komm, Drachi, trifft ihn mal. Egal. Also Bogen ist die beste Alternative, denke ich. Weil Nahkampf mit dem Ding will ich nicht. Nö. Ich habe immer noch feuchte Hände. Drachi, schieß. Das Ding ist garstig. Okay. Du, Schnelltaste 3. Tickst fleißig vor dir hin. Machst aber sonst nichts. Ich haue mit einer Keule drauf. Okay, so viel dazu. Dann umgehen wir dich halt. Die Lichter haben wir alle angemacht. Das war das Wichtigste. So, Drachi, mach bitte den Blob weg. Ich will nicht wieder feuchte Hände bekommen. Drachi. Genau. Und, geh schon. Da ist ein Blob. Mach den weg, den Blob. Was? Ja. So, euch ignorieren wir. Oh, hier sind ein paar mehr. Und warum ist hier schon alles ausgeleuchtet? Sehr komisch. Das ist doch gleich wesentlich angenehmer. Und das ist drei Felder über unserem Standard-Teleporter. Okay.
Also jetzt werden so alle Bereiche nach und nach verknüpft und da war ein Auge. Wow, kurz so. Ich bin genau da, wo ich hin wollte. Dankeschön, komischer Teleporter. Das Ding ist komisch gewesen. Das? Erzähl mir etwas über diesen Zera. Ich will wissen, wenn ich mit dem Tragen des Namens ehre. Er war ein Wesen einer intelligenten und weisen Rasse, die in den Sternen lebte und die Ehre über alles stellte. Aber aus irgendwelchen Gründen konvertierte er zu einem dunklen Templer und wurde auf einen fernen Planeten verbannt. Ich spüre Gemeinsamkeit zwischen unseren Geschichten. Vielleicht. Du warst jemand von irgendeiner Rasse und wurdest in ein Wesen der Dunkelheit umgewandelt. Einen Schatten. Und er kehrte nie zurück und nahm Rache? Doch, er kehrte zurück, aber um seiner Rasse zu helfen. Was? Er bot sein Leben denen an, die ihn ablehnten und verbannten? Jep. Aber wie ist das möglich? Weil, obwohl er ein Wesen der Dunkelheit und verbannt war, sein Herz edel war und er sein Versprechen, die er einst seinem Volk gab, nicht brechen wollte. Ich frag mich, ob du jemals einen deiner Leute töten musstest, wenn sie die Burg betraten. Ich weiß nicht mehr, wer meine Leute sind. Ich habe keine Erinnerungen. Aber wenn du es wissen würdest, würdest du ihn töten? Ich würde. Es ist meine Aufgabe, diese Burg zu schützen. Verstehe. Nun, ich denke, du solltest nicht. Dummer Mensch, wie kannst du es wagen, zu meinen, es besser zu wissen als ich? Weil dein Hochmut dich blendet. Du ignorierst die Realität, nur weil du sie nicht magst. Ja, okay. Töten. Oh, ein Roter. Was machst du denn Schönes? Du stirbst ganz doll. Und hast kleine lustige Feuerwesen. Oh, da ist ein Schalter, bestimmt für eine Brücke. Drachi, mach mal die Blubs da weg. Das Feuerwesen ist ja immer noch da. Au. Endlich macht Drachi. So, Bogen weg. Dafür den ganzen Aufwand? Na gut. Oh, da ist ja noch ein Auge. Und wir haben noch feuchte Hände. Genau. Oh, Drachi ist ganz schön angeschlagen. Nein, nein. So, du kommst mit. Natürlich nochmal feuchte Hände neu mitnehmen. Wo gehen wir überhaupt hin? Wir gehen in der Mitte des Turms nach oben. Das klingt eigentlich sehr sinnig. Noch mehr Blobs, noch mehr Feuermagier, aber die ignoriere ich mal. Oh, die werde ich nicht ignorieren können, die muss ich umbringen, ne? Weil ich komme da bestimmt nicht rübergesprungen. Ja. Ich habe immer noch feuchte Hände. Ich hasse diesen Debuff. So, feuchte Hände sind gleich weg. Der wird mich gleich grillen. Jo. Zing. So, ich hätte gerne dich, Schnelltaste 1. Ich hätte gerne dich, Schnelltaste 2. Ich hätte gerne dich, Schnelltaste. Habe ich gerade 3 gedrückt? Nein, 4. Schnelltaste 3. Und ich hätte gerne den Zauber. Große Heilung auf 4. So. Du stirbst jetzt. Du stirbst auch und dann geht hoffentlich oben eine Plattform hoch. Ah, die Blubs müssen auch noch alle weg. So. Drachi, call. Ah, ja. Jetzt muss ich wieder da runter und mir wieder feuchte Hände einfangen lassen. Das ist doch doof. So. Okay, Schwert weg. Und runter und mach mal. Ich musste sie gar nicht töten. Sei es drum. Jetzt sind alle tot. Passt schon. Hopp, hopp. Schwing. Yeah. Ja, wieder so ein sinnvolles Ding.
können wir gleich irgendwo runterfallen. Okay. Sind mal ein paar mehr. Bogen. Piu, piu. Ich hätte gerne einen frühen Magier als Ziel. Danke. Und hätte gerne den Magier als Ziel. Und würde gerne die Karte verlassen. Also ja, die Magier in Rot sind nicht so wirklich das Problem. Die Elemente sind ein bisschen nervig, aber das ist schon okay. Da komme ich gar nicht hoch und da komme ich garantiert nicht rüber. Okay, also echt links weiter. Wo ist das nächste Gate? Wenn es denn eins gibt. Bestimmt vor Harnakon oder so. Du an. Du an. Hops. Und piu, piu, piu. Bin ich verlangsamt? Achso, das Auge. Stirb. Stirb. Ganz schnell das doofe Eisding nachzaubern. Also. Dich nehme mit. Hier wieder so einen doofen Sprung machen, genau. Schade. Das wäre ein bisschen unfair, wenn wir direkt hochspringen könnten. Also ich weiß nicht, ob der Ring wirklich so viel bringt mit dem Höherspringen. Weil die meisten Sachen werden wir auch so erreichen können und dadurch haben wir einen Ringslot weniger. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Oh, Schwertkraft. Oh, 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 Drachi, 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 Drachi. 9, 9. So. Lalala. Also ich könnte mich einfach mal von denen treffen lassen und durchlaufen, aber ich habe den Verdacht, dass sie meine Rüstung auffressen und oder uns instant killen. Oh, oder wir korrodieren einfach. Okay, Heilung. Ruhig die große. Zack, und korrodieren wird dadurch nicht aufgelöst. Sehr schön. Yeah. Ja, halt definitiv viel aus. Okay, Stärkezauber. Also vorher haben wir 100 Schaden gemacht. Jetzt machen wir... 100. Wow. Ich liebe diesen Stärkezauber. Au. Au. Runter, 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 runter. Schnelle Heilung. Ah. Nein. Okay. Wo tauchen wir wieder auf? Das ist gar nicht so weit weg. Okay. Ich glaube... Ich schicke mal einfach Fröschli weg oder Drachi, der zum Fröschli wurde und was weiß ich. Und laufe jetzt einmal durch die durch. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, so. Und jetzt laufe ich da einfach hoch. Zing. So, tut bestimmt tierisch weh. Aber. Bluh. So, Heilung. Aber definitiv besser als immer und immer wieder dagegen zu hauen, ohne dass es was bringt. Noch einer davon. So, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Und runter. Wahrscheinlich könnte ich auch echt an ihm vorbeilaufen, wenn ich nicht jedes Mal versuchen würde, die Fackeln anzuzünden. Oder ich bin einfach schneller als alle anderen.